Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Die ersten vier Folgen haben wir am Stück aufgenommen. Das waren so meine ersten Gehversuche. Und jetzt bin ich wieder dabei. Wir sind an einem Montag am Stream. Ganz selten, mache ich auch normalerweise nicht. Die Tram aus Darmstadt kommt an. Die haben wir in der letzten Folge gebaut. Ich habe dann noch die Haltestellen gesetzt, links und rechts. Jeweils, also die waren ja am Anfang nur einseitig, so gegen der Folge. Und das habe ich dann noch korrigiert. Und wir sehen auch schon, es fruchtet. Ja, ist ein bisschen was los. Hallo, liebe Leute. 33 Leute warten hier. Das ist natürlich jede Menge. Da müssen wir auf jeden Fall noch investieren und weitere Straßenbahnen einsetzen. Wir lassen jetzt mal die Bahn vorfahren und gucken mal, wie viel die mitnimmt. Von den 33 Leuten. Eine. Okay, die Bahn ist voll. Wir brauchen definitiv mehr Bahnen. Die sind aber so teuer. Wir werden jetzt hier die Bahnen erweitern. Tram, Frankfurt, Darmstadt. Was kostet so eine? Geld. Naja. Ja. Drei Fahrzeuge noch dazu. Warte mal, wir machen mal hier ein bisschen langsamer. Die müssen jetzt hier hinten rauskommen aus der Station. Da fahren sie auch schon. Hier unsere Neuanschaffung. Das ist die eine Haltestelle. Hier wartet natürlich wenige. Na, da wird niemand einsteigen. Kannst du direkt durchfahren. Ganz schön laut hier in der Stadt, ne? Wenn man hier so nah rangeht. So. Als ich die Tram gebaut habe, ist mir aufgefallen, dass jetzt alle Fahrzeuge hier so durch die Stadt tuckern, ne? Inklusive noch der Tram, dann noch unser Transport. Also hier, das müsste eine unserer Brottransporte sein. Ja. Die von der Brotfabrik kommen. Und die stehen jetzt alle im Stau und das ist blöd. Jetzt habe ich mir gedacht, wir setzen die Straße hier in der Innenstadt. Wenn wir uns das mal angucken. Hier breite Straße ersetzen. Kostet das uns hier allein 1,7 Millionen, weil wir diverse große Gebäude mit abreißen. Ne? Also das wird ein bisschen schwierig. Da werden nämlich 7 Gebäude verschoben, 3 entfernt und so weiter, weil halt auch hier hinten nichts frei ist für den erweiterten Verkehr. Deswegen habe ich mir gedacht, die Innenstadt bleibt halt so ein bisschen operatmäßig, alles ein bisschen schmal und kleiner. Und wir machen eine neue Hauptstraße. Meine Hoffnung ist nämlich die folgende, ich lasse es mal ein bisschen laufen, damit wir ein bisschen Geld in der Zeit machen. Meine Hoffnung ist folgende, und zwar, wenn ich jetzt hier drüben noch eine große Hauptstraße einziehe, dass mit der Zeit sich Frankfurt hier erweitert auf die Seite. Weil derzeit ist es ja ein bisschen knapp mit der Expansion. Also die ist natürlich nicht typisch Frankfurt, jeder weiß, dass Frankfurt nicht unbedingt hier so einen Seitenarm hat, außer im Industriegebiet. Und deswegen würde ich ganz gerne hier nochmal so eine Straße einziehen, dass sich vielleicht später die Wohngebiete in die Richtung erweitern. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Auf jeden Fall will ich eine Umgehungsstraße bauen, dass das Brot hier oben reingeliefert wird. Ne? Müssen wir auch noch hinkriegen. So, um eine Umgehungsstraße zu bauen, muss hier oben eine Brücke hin. Dann würde ich sagen, fahren die hier rein. Und das ist ganz schön tricky. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und auch ein paar Mal neu geladen. Und zwar nehmen wir jetzt hier die Brücke. Achso, das Upgrade müssen wir rausmachen. So. Das ist die Höhe 0, ne? Wenn wir hier bauen, sind wir auf Höhe 0. Wir werden jetzt die Straße erhöhen um 1, 2, 3 müsste reichen. Gucken mal, wie das aussieht. Und ziehen möglichst eine gerade Verbindung ein bisschen weiter raus. Von da nach da. So, jetzt müssen wir noch den Brückentyp ändern. Dann kriegen wir nämlich auch weniger Stelzen hier rein. Und wir ziehen das einfach nochmal neu. Gucken, ob wir den Pfeiler ein bisschen hübscher hinkriegen. Ach, der ändert immer wieder den Brückentyp. Ich kann das nur so. Das ist ja doof. Das heißt, ich kann erst malen und dann sehe ich, wie die Geländer aussehen. Das Problem ist nämlich, dass das Geländer sich hier designmäßig immer verändert. Aber ich glaube, das kann ich nicht verhindern. Na, auf jeden Fall können hier Schiffe drunter fahren. Wenn es hier drunter grün ist, können die Schiffe da drunter paddeln. Und ich hoffe mal, nee, das ist ein bisschen doof, so. Lassen wir das kurze Stück. Kann ich die eigentlich noch hier... Nee, ich muss die Straße malen, dann kann ich das Design ändern. Das ist ja dämlich gemacht. Oder kann ich irgendwie an dem kleinen Punkt hier weiterziehen? Oh, das ist gut. Oh, das ist der... Das lasse ich jetzt so. Da wird nichts umgebaut. Da wird die Straße von mir aus ein bisschen krumm. Hier kann ich weiterziehen, hier unten, ne? Hier kann ich es ein bisschen
Dann kann ich sie noch ausrichten zur Straße. Ja, aber ist doch gut so. So lassen wir das. Perfekt. Okay, besser als erwartet. Jetzt gehen wir wieder auf Meeresspiegelhöhe. So. Ziehen hier rüber. An die Brücke ran. Ändern das Design. Sonst sieht es ziemlich blöd aus. Ich meine, es sieht auch so ein bisschen blöd aus, weil er hier immer anfängt zu stückeln an den Übergängen. Aber ich weiß keine bessere Methode, als die Brücke hier einigermaßen auf Null zu ziehen. So. 92.000. Ja, geht doch. So, jetzt ziehen wir die Straße noch ein bisschen länger. Wir machen aber mal die Kurven wieder an. Das sieht nämlich schöner aus. Und die Jazzmusik, die mir in die Ohren dröhnt. 20.000. Hier gehen wir Stück für Stück. Sonst haben wir nämlich zu hohe Höhenunterschiede, wollte ich sagen. Nein. Wahrscheinlich völlig übertrieben, was ich hier mache. Die Experten unter euch. Was macht er da? So. Da haben wir die Verbindung. Ah, ganz schön dellig hier, ne? Hier sieht man, hier haben wir ein gutes Stück ausgeglichen. So. Also, das soll mal unsere neue Hauptstraße in Frankfurt werden. Wenn sie sich da ansiedeln, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob sie das machen. Das werden wir dann sehen. So, jetzt müssen wir nur noch die Linie ändern, sehr wahrscheinlich. Die Brot-Hanau-Strecke hat sich schon geändert. Okay, die fahren hier oben schon hin. Okay. Da hat sich nichts geändert. Okay, okay. So, dann war noch was wegen der... Was haben wir noch dazugelernt in der Zeit? Stimmt das hier noch? Ja, die Linie passt. Und zwar die Auslastung der Fabrik. Das hier muss höher sein, damit die Fabrik aufsteigen kann. Wenn die hier über diesen Knubbel geht, dann geht die in die Stufe 2, kann mehr produzieren und. Aber der Versand funktioniert irgendwie noch nicht. Irgendwie kommt nicht genügend an und das haben wir, glaube ich, beim Setzen auch gesehen. Da habe ich nämlich noch gesagt, das muss ja nicht sein, denn Frankfurt wird nicht komplett beliefert. Frankfurt kriegt derzeit 70% aller Brote geliefert, also 90 wollen sie und 70% kommen an. Liegt auch so ein bisschen am Transport, das können wir noch erhöhen. Aber die erreichen nicht alle. Und zwar, wenn ich... Was will er denn hier von mir? Es blinkt hier. Wartung für Fahrzeuge. Auf der Tram oder grundsätzlich? Ersetzen. Oh, schlechte Fahrzeuge. Oh, wir haben kaputte Fahrzeuge. Ich verstehe. Es gibt, glaube ich, noch sehr schlecht. Wie die hier zum Beispiel. Der Korn ist zum Beispiel sehr schlecht. Ja, wir können die Wartung mal ein bisschen erhöhen. Und die sehr schlechten müssen wir dann gleich ersetzen. Haben wir denn schon neue Fahrzeuge? Ich glaube noch nicht, ne? Fahren sie noch? Sie fahren noch. Haben wir schon neue Cargo? Nein, noch nicht. Gut, dann müssen wir die ganz schlechten vielleicht mal ersetzen. Aber jetzt will ich erstmal die Strecke neu einzeichnen. Und zwar, wenn ich jetzt hier bei Gebäude die Abladestation setze, dann sehe ich ja, welche Gebäude mit Brot versorgt werden. Ne? Also hier ist ja unser Standard. Und zum Beispiel hier die unten werden nicht versorgt und die werden nicht versorgt. Und ich habe auch keine Chance, hier eine Abladestation. Wo kann ich die denn noch setzen, dass die hier unten mit... Da. So würden sie alle beliefert werden. Ist aber auch blöd, dann fahren sie hier wieder durch die Stadt durch, ne? Dann habe ich nichts gewonnen mit meiner Umgehungsstraße. Hm. So, und hat die eine höhere Reichweite, so eine Abladestation vom LKW? Nö. Ah, doch. Nee, auch nur den unteren Bereich. Nee, überhaupt wie gesprungen, das wird so nix. Hm. Und wenn ich hier so eine Umgehungsstraße dann reinmache, hier an die Station und hier sie wieder rausfahren lasse, also hier rein, zack, 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 da. Das wird wahrscheinlich auch keinen Unterschied machen, oder? Wenn ich hier meine Abladestation so ein bisschen versetze. Hier dazwischen kriege ich auch keine Straße mehr rein, oder? Ich würde halt ungern, dass sie über die Hauptstraße fahren, wo die Tram fährt. Das wäre echt blöd. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Wir setzen jetzt mal hier die Straße.
Ein Gebäude wird verschoben für 159.000. Ich wollte hier ein bisschen breiter machen, dann hier außen rum gehen. Ah ja. Na gut, das können wir uns leisten. So, dann ziehen wir die weiter. Können wir die hier nicht irgendwie anschließen oder so? Geht das so? So dachte ich. Wir können ja praktisch hier reinfahren, hier rum, abliefern, hier abliefern, wieder zurück. Müsste eigentlich funktionieren. Machen wir jetzt hier eine Abladestation rein. Dann erreichen wir die hier unten nämlich. Muss ich nur gucken, dass ich hier in der Linie die Brot. Wo ist Brot? Brot, 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 Hanau, Frankfurt, hier. Und nach Hanau West sollen sie bitte erst hier unten anfahren. Dann hier hoch, dann dahin. Ja. Also nach Hanau West machen wir noch eine Haltestelle hinzu. Achso, die muss ich erst einzeichnen, genau. Wegpunkt. Hier bitte drüber fahren. Linie. Hanau West hinzufügen. Jo. So, jetzt fahren sie auch nicht über. Willst du mich verarschen? Nein, nicht da lang fahren. Hier oben lang. Da rein. Da muss ich noch eine Station einfügen. Wegpunkt Frankfurt, hat er angefahren. Okay, dann müssen wir den rausnehmen nach Hanau West. Ah, ich hätte den erst anfangen müssen. So war das, ne? Zack. Zack. Jetzt fahren sie trotzdem da drüben rein. Ihr seid doch dämlich. Ernsthaft? Okay, kleiner Moment. Hatte ich hier schon so eine Zwischenstation gemalt? Noch nicht, ne? Das hatten sie automatisch gefunden. So. Also nach Hanau West bitte erstmal den anfahren. Ja. Und nach dem Buchweg den anfahren. Yes! Innenstadt verkehrsfrei. Naja, verkehrsfrei ist die Frage, ne? Ach, das war ja eine Geburt. So, Umgehungsstraße ist gebaut. Wir können Schulden abzahlen. Schuldenfrei! Hey! Sehr schön. So, jetzt müssen wir uns um die LKWs kümmern. Hier blinkt sich schon ein ab. Das Spiel schreit mich innerlich an und sagt: Ach, mach besser! So. Jetzt hieß es doch, dass wir neue Fahrzeuge haben, ne? Oder? Genau, wir haben nämlich LKWs hinzubekommen. Die können 7 transportieren. Transportieren alle Güter. Ja, wir müssen den nehmen. Und wir setzen jetzt einfach die Fahrzeuge. Die alten Pferdekutschen. Machen wir mal Pause, bevor die hier gleich durchdrehen. Korn, Hanau. Boah, sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Bis auf ein paar gute, die wir im Nachgang dazugekauft haben. Die alte Pferdekutschen haben 5 transportiert. Das heißt, ungefähr 20 brauchen wir am Ende. Wenn die Fabrik hier aufsteigt, brauchen wir sowieso mehr. Das bedeutet, wir nehmen jetzt erstmal. Wie viel kostet 1,85 oder sowas, ne? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Müssten wir uns gerade so leisten können. Durch Planwagen ersetzen. 793.000, jo, geht. So. Und die restlichen sehr schlechten Fahrzeuge, respektive Kutschen, die nehmen wir jetzt erstmal aus dem Verkehr. So. Jetzt haben wir noch 2 mittelmäßige, die müssen wir nach und nach. Wieso haben wir so viel wieder? Hat uns das so viel Geld wiedergebracht? Wieso sehe ich jetzt die anderen Fahrzeuge nicht? Habe ich die eben nicht eingesetzt oder auf welcher Strecke habe ich die eingesetzt? Ich habe die neuen wieder verkauft? Ach,
Ich bin ja auch ein toller Typ. Toller Typ. So, 10 Fahrzeuge können wir uns ersetzen. Austauschen. So, 278. Jetzt sind zumindest alle gut, aber 10 Fahrzeuge werden nicht reichen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal loslegen. Wir müssen erstmal wieder das Korn hier hinkriegen an die Fabrik. So, wie weit sind die denn hier? Jo! Sehr schön. Das sieht gut aus. Also allein diese eine Station in Frankfurt dazu zu bauen, hat uns auf jeden Fall hier den Push gebracht. Das heißt, guck mal hier, das Level steigt. Nice. Jetzt müssen wir nur warten, bis wieder Geld kommt. Ja, guck mal hier. Gleich wird hier die Bäckerei in die nächste Stufe aufsteigen. Schön mal alle Fahrzeuge verkauft. Jetzt habe ich bestimmt Verlust gemacht. Ist egal, es kommt wieder rein. Wir machen ja Plus. Hier sind jetzt eigentlich die Linien. Jo, das passt noch. Warte mal, wir können die immer, damit die nicht wenden müssen, können wir hier auch mal eine Station einfügen in die Kornstraße. Wir machen hier eine Haltestelle mit rein, oder ein Wegpunkt ist das ja. Und sagen bei Korn nach Hanau West. So, dann fahren die hier ein bisschen sauber rein und raus. So, Korn. Oh. Wird schon weggeschmissen? Nee, noch nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr. Was hatten wir? 26 Fahrzeuge. Ich habe gesagt, so um die 20. Wir müssen jetzt schon mal welche dazu kaufen. Das bedeutet, wir gehen auf die Korn-Hanau-Strecke. 85. 4. So. Wo kommen die neuen denn her? Da. Da sind sie. Da fahren sie los. Die fahren ja aus Hanau selber, ne? Ich doof, dass ich die nicht ersetzt habe. Das wäre jetzt schneller gegangen. Aber gut, das beruhigt sich gleich wieder. Was sagt die Fabrik? Stufe 2. Expansion ist auf dem Kurs. Großindustrie Frankfurt, Hanau. Hat ein zweites Produktionsgebäude dazu bekommen. Das bedeutet aber, dass die Nachfrage wahrscheinlich noch größer wird. Ja. Müssen wir mal warten, wenn alle Fahrzeuge so auf der Kurs sind. Da kommen noch 3. Die müssen ja auch erstmal hier drunter durchfahren. Dass die sich hier praktisch das Korn abholen und die Produktion hier oben erhöhen. Dann wird das hier auch nochmal anders aussehen. Ne? Die sind ja auch noch nicht hier. Die kriegen nämlich kaum Korn rein im Moment. Weil der Hirnsturz Mist gebaut hat. So, da können wir direkt ersetzen. Wir haben wieder Geld. So, jetzt haben wir 18 Fahrzeuge auf der Strecke. Das müsste ungefähr den Bedarf decken. Oder? 26 mal 530. 20 mal 740. Ja, ein bisschen mehr. Müsste ungefähr. Einen können wir noch klonen, oder? Denk mal, so müsste es dann ungefähr reichen, dass er das Korn kriegt. Jetzt werden sie ja sowieso. Jetzt haben wir nur den Grundbedarf der Stufe 1 Fabrik. Haben wir bekommen. Das ist schon... Okay, wir gucken mal wegen der Geschwindigkeit der Straße. So ein Fahrzeug hier, so ein LKW kann... Wie viel können die fahren? Und das müsste ich doch beim Kaufen sehen, ne? So ein LKW hat eine Geschwindigkeit von 35 und die Straße hier, ist das hier? Ach guck mal, die kleinste Straße kommt um 40, naja, bis wir da zum Anschlag kommen, das dauert sowieso. Nee, das passt. Das ist soweit in Ordnung. Jetzt muss halt jetzt erstmal wieder Korn hier angeliefert werden. Das braucht jetzt halt einen kleinen Moment, weil ich halt dämlicherweise die LKWs verkauft habe. So, wir sind schuldenfrei. Wir haben eine Umgehungsstraße gebaut.
Wir haben das erhöht. Wir können halt, wenn wir jetzt richtig Geld einnehmen, können wir noch die kleinen Tucker-LKWs, die da nach Frankfurt reinfahren, das Brot abliefern, können wir auch noch ersetzen. Ja, cool. Jetzt holen sie auf jeden Fall hier ab. Das sind die ganzen neuen, die jetzt hier anstehen. Ich habe nach PS geschaut. Habe ich bei den Falschen geguckt? Kmh, Details. Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. An 35 kW Leistung. Ah, okay. Gut, dann sind die wahrscheinlich auf dem Miniweg. Aber das ist, glaube ich, kein Miniweg, oder? Ist das ein Miniweg? Ah, doch, das ist der Miniweg. Das heißt, wir müssten den vielleicht sogar dann erhöhen. Wobei, die können 40, die LKWs können 40 und dann ist noch hügelig. Die werden sowieso nicht höher hart beschleunigen können. Langfristig müssen wir das natürlich ausbauen hier, die Landstraße, und das ist klar. So, hier stapelt sich das Brot. Dann können wir ja mal gucken, ob wir hier auch LKWs einsetzen für die Brotstrecke. Guck mal, da haben wir nämlich schlechte. Wenn wir die jetzt ersetzen, ersetze gewähltes Fahrzeug durch LKW. Gut, ob wir da 29 brauchen am Ende. Wie viel konnten die eigentlich, die alten, konnten auch noch 5 transportieren oder sowas, ne? Meine ich. ...29 × 5 sind ungefähr 145. Um genau zu sein, 145. Die anderen mal 140, brauchen wir auch 20, sagen wir 22 Fahrzeuge. Guck mal hier, jetzt kriegen wir doch Geld rein. Da steigt... Boah, wie das hochschießt. Nice. Setzen. Da sind sie, die LKWs. So, dann würde ich die hier unten schon mal verkaufen. Machen wir erstmal sicherheitshalber den Haken rausmachen, bevor wir den gleichen Fehler wieder machen. Ne, der ist noch gut. So, wie viel haben wir noch? Viele haben wir nicht mehr. 3 mittelmäßige haben wir noch. 4. Müssen wir kurz warten, damit hier das Geld reinkommt, dann können wir die auch noch ersetzen. So, jetzt haben wir 24 Fahrzeuge. Ja, komm, dann machen wir mal so. 2 ersetzen. Und 2 verkaufen. So. Jetzt haben wir 22 Fahrzeuge auf der Strecke für das Brot. Das müsste eigentlich gehen. Cool. So, die Fabrik expandiert. Sie kriegen aber immer noch nicht genügend Korn rein, kann das sein? Aber das Lager ist ja fast ständig leer. Fast ständig leer, was eine Wortwahl. Wie sieht es hier drüben aus mit dem Vorrat? Ja, guck mal, da ist auch kein... Wir müssen wahrscheinlich mehr Korn liefern. Wir brauchen noch ein zweites Feld, was Korn liefert. Sonst wird uns irgendwann die Produktion hier einbrechen. Ja, entweder hier... Zustand von mehreren Fahrzeugen ist schlecht. Welche sind denn jetzt kaputt? Mensch, das ist ja richtig. Aber durch Wartungskosten... da hat sie wieder runtergestellt. So, jetzt. Okay, wir gucken mal, wie Frankfurt aussieht. Von der Belieferung. Okay, die Emission ist immer noch hoch. Anscheinend hat meine Umgehungsstraße wenig gebracht. Ja, die kriegen trotzdem nur 80%. Es kommt nicht das komplette Brot an.
Gut, kann natürlich jetzt sein, bis die LKWs erstmal ihre Strecke gefahren sind, dass das einen Moment benötigt, dass sie das hier aufstocken, ne? So, hat die Wartung jetzt pauschal übernommen? Sieht so aus. Okay. Drehen wir die Wartung mal ein bisschen höher. Ah, guck mal hier. Ziegel und so weiter sind mittelmäßig. Oh, da müssen wir uns, um Fulda kümmern. Ich meine, das machen wir jetzt als erstes. Schon wieder eine Folge hier aufgenommen. 25 Minuten schon wieder verbuselt. Hallo Fulda. Wie geht's Ihnen? So. Die haben... Hier ist ja Hanau. Hier ist Fulda. Die haben hier die Ziegel. Das müssen wir auch ersetzen. Ja, da haben wir genau das gleiche Problem, weil wir hier mit Pferden noch hantieren und wir sind 1914. Da können wir durchaus mal eine Dampfmaschine einsetzen. Die Ziegelfabrik hat auf jeden Fall zu wenig Stein. Dann fangen wir damit mal an mit der Belieferung. Steine in Fulda. Mittelmäßige Fahrzeuge, 16 Stück. Wie groß ist das Lager hier? Knackenvoll, dass es hinten ausplatzt. Alles klar. Das bedeutet, wir ersetzen... 5 können die transportieren. Die können wir auch durch LKWs ersetzen. Stein Fulda. Können wir uns das leisten? Moment, wir können hier bestimmt noch andere nehmen, oder? Ah, die können sogar 8 transportieren. Nee, können aber keinen Stein transportieren. Okay. 1,2. Ah, ja. Kurz mal eine kleine Investition. So, wir hoffen mal, dass es sich jetzt hier ein bisschen beruhigt. Die müssen jetzt eigentlich nach und nach müssen sie... Ich muss mal auch die Plattform hier noch ein bisschen ausbauen. Die ist immer noch... Wie viel lagert er denn hier? 60 wahrscheinlich, ne? Ah, geht aber runter. Schaffen sie. Würde mich also wundern, weil wir haben ja mehr Lagerplätze dazwischen. Ja, jetzt hat er sich gleich beruhigt. Also bei 60 müsste er einen Stopp machen. Ja, jetzt läuft er langsam leer. Na, wir sollten hier vielleicht nochmal einen dran setzen. Sonst wird das langfristig, wird das schwierig. Was ist das? Ja. So. Habe ich ein besseres Gefühl, dass sie das hier hinkriegen. So, jetzt kommen hier mehr Steine an. Jetzt müsste sich wahrscheinlich auch die Fabrik genauso wie die Philipp-Brot-Fabrik verbessern, gehe ich mal davon aus. Ah, Ziegel. Oh Gott, die sind ja auch noch Pferdekutschen. So. Ja, aber abholen ist schon, ne? Also. Allzu viel lagert hier nicht ein. Also ist immer leer dann. Ah, guck mal, jetzt kriegen sie auch schön Gestein hier unten rein. Sehr schön. So, der Versand stimmt aber immer noch nicht. Die erreichen hier anscheinend nicht alle, die sie erreichen sollen. Oder es liegt an den Anzahl der Fahrzeugen. Was sagt denn Fulda? Fulda, bitte kommen. Fulda sagt, 80% aller Ziegel erreichen die. Ja. Ist sie auf Level 2 schon aufgestiegen? Hat sie die auf Level 2 schon erhöht und ich habe sie nicht mitbekommen? Ah ja, tatsächlich. Na gut, umso besser, ne, dass wir das Ganze erhöht haben. Schon wieder ist eine Folge beendet voller Upgrades. Nachjustierungen und es hört nicht auf. Wir gehen in Warp 1, ich verabschiede mich. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Transport Fever wieder. Frankfurt hat eine Umgehungsstraße, eine schöne eisernen Steg hier unten. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!